Der Mensch strebt nicht nach Glück. Das ist nur eine Konsequenz aus dem, was von außen sozusagen passiert. Aus evolutionärer Sicht. Meine Mutter sagte mir einmal, tue das, was du wirklich willst. Erfolg mit Herz. Und zwar möchte ich meinen Vortrag mit einer Frage beginnen. Und die müsst ihr nicht laut beantworten, sondern die beantwortet ihr bitte für euch selbst. Und zwar seid ihr jetzt gerade in diesem Moment glücklich. So, ich gucke jetzt nur in die Gesichter. Ich gucke nur in die Gesichter. Ja, auch mal kurz rein. Bin ich gerade glücklich? Okay. Lass uns mal zusammen gemeinsam so ein bisschen ein paar Begriffe hier ans Flipchart schreiben. Was ist denn überhaupt Glück? Also was definiert ihr unter Glück? Welche Begriffe oder welche Faktoren sind denn so Glück? Ich nehme jetzt hier mal Glück. Nee, rot ist blöd. Nehmen wir grün. Jetzt schreibe ich noch grün hin. Okay, Mann, aus dem R ein L. Glück aus dem... So, wunderbar. Also, Glück, ja? Kennt ihr das? So Verbindung, ne? Ihr sagt grün und schreibt ihr grün. Okay, lass uns mal ein paar Begriffe drumherum sammeln. Was ist so für euch Glück? Kinder. Mhm. Weiter. Ah, oh, da passt die Farbe rot. Wunderbar. In den Prüfungen. Bestandene. Bestandene Prüfung, ach so. Okay, was haben wir noch? Spaß. Ja, okay, Spaß. Ich würde jetzt fragen, was für Spaß, aber... Autonomie. Okay, sehr gut. Wir nehmen mal noch so drei Begriffe. Erfolg. Okay, das waren direkt drei, super. Also Erfolg habe ich gehört. Dann habe ich Ruhe gehört. Natur. Natur, super, dann haben wir schon unsere drei. Perfekt. Und ich bin davon überzeugt, da gibt es jetzt mit Sicherheit noch tausend andere Begriffe, die wir da aufschreiben können. Das heißt auch, jeder hat so ein bisschen eine eigene Definition zu dem Thema Glück. Jetzt, lass uns mal ein paar Dinge ausschließen. Was ist denn Glück nicht? Oder viele definieren ja auch Glück durch materielle Dinge besitzen. Was ist denn materielle Dinge besitzen? Ja, zum Beispiel viele haben ja ein Glücksgefühl, wenn sie sich irgendwie so ein fettes Auto gekauft haben oder wenn sie einen fetten Deal abgeschlossen haben. Aber ist es tatsächlich Glück? Oder ist es vielleicht was anderes? Ist es vielleicht nur eine Befriedigung? Ein kurzer Moment. Ist es Glück? Für einen kurzen Moment, ja. Für einen kurzen Moment, ja. Freude? Also materiell ist ja oft, warum wollen wir überhaupt materielle Dinge anhäufen? Wegen dem Glücksgefühl oder wegen was anderem? Mangel hat es? Wie bitte? Mangel in etwas. Also Mangel in etwas kann zum Beispiel ein Grund sein. Was noch? Sicherheit, Status, Macht. Ja. Also das ist alles so ein bisschen im Außen. Das heißt, der Antrieb, sich etwas Materielles zu holen, ist doch meistens im Außen, wenn wir ehrlich sind. Weil was benötigen wir zum Leben tatsächlich? Essen, Trinken. Ein Bett. Ein Bett, ja, nicht mal, aber sagen wir mal der Sicherheitsfaktor. Sex. Sex, Fortpflanzung. Also wirklich Basics. Eigentlich brauchen wir das meiste gar nicht. Die Kamera, Flipchart, die Stifte und so weiter. Klamotten, ja, reden wir wieder ein bisschen mehr von Sicherheit, aber sagen wir mal jetzt wiederum die, die sich extravagant anziehen, hat auch wiederum nichts mit Sicherheit zu tun. Da geht es dann auch wieder um, ja, ich möchte mich präsentieren. Ja, ich unterscheide so ein bisschen zwischen zwei Glücksthemen oder zwischen zwei Glücksmomenten. Einmal gibt es ja diesen biologischen, neuronalen Glücksfall. Das ist das, was wir von der Natur bekommen haben. Das ist das auch, was die Nelly gerade eben gesagt hat. Das heißt, es passiert etwas und wir haben in dem Moment eine Glückssituation, ein Glücksgefühl. Das ist einfach eine hormonelle Geschichte. Das heißt, es werden Botenstoffe ausgeschickt wie Endorphine oder das Hormon Oxytocin, Serotonin, Dopamin, habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Und die sorgen dafür, dass wir innen drin so einen Glücksfall haben. Und wann findet das meistens statt? Zum Beispiel auch, haben wir gerade eben schon aufgezählt, bei Sex, wenn wir was Gutes essen. Wenn wir uns entspannen, wenn wir einen Film schauen, wenn wir Sport machen oder natürlich klar auch, wenn wir uns irgendwie wenn ich jetzt überhaupt einen Porsche fahren will, aber einen Porsche holen, dann habe ich ein kurzes Glücksausstoß, aber eine Woche später ist es wieder weg. Das ist so dieses biologische Neuronale. Aus evolutionärer Sicht strebt der Mensch nicht nach Glück.
Der Mensch strebt nicht nach Glück. Das ist nur eine Konsequenz aus dem, was von außen sozusagen passiert, aus evolutionärer Sicht. Die andere Seite des Glücks, deswegen ich unterscheide zwischen zwei Glücksvarianten. Die andere ist so, naja, ich musste dem Kind einen Namen geben, ich hatte dafür jetzt nichts. Ich habe es jetzt mal das spirituelle Glück genannt oder auch das Bewusstsein. Weil wenn ich, also ich habe mir wirklich viel darüber Gedanken gemacht und ich habe ja den Titel, habe ich ja genannt, Glücklich im Hier und Jetzt. Und dann habe ich mir überlegt, tatsächlich bin ich mit der Bahn heute zurückgefahren und habe mich dann gefragt, bin ich jetzt gerade glücklich so in dem Moment? Ich fühle mich pudelwohl, ich war ein bisschen aufgeregt und mir ging es einfach gut. Und habe ich einfach, bin ich jetzt glücklich? Und habe ich das mal verglichen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel so was richtig Geiles esse, so meine Lieblingsmahlzeit. Das ist ja dieses Glücksgefühl, das habe ich in dem Moment jetzt nicht gehabt. Aber trotzdem würde ich von mir behaupten oder hätte ich gesagt, dass ich glücklich bin. Also ist es ja irgendwie, muss es da ja Unterschiede geben zwischen diesem einen und dem anderen. Und dann habe ich mir weiterhin einfach die Frage gestellt, was könnte das denn sein? Und dann dachte ich, was bin ich im Moment gerade? Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich so ein bisschen auch drumherum beobachtet, habe mir die Menschen angeschaut und habe gesagt, okay, jetzt bin ich gerade bewusst. Ich bin jetzt gerade einfach im Hier und Jetzt. Und das hat mich einfach, ich konnte gar kein Wort richtig dafür finden. Also ich habe es als glücklich bezeichnet, aber biologisch gesehen war es kein Glück. Wisst ihr, was ich meine? Das war so ein Ding, wo ich wirklich mal so ganz kurz, also jetzt gerade, es war gerade heute, habe ich so drüber nachgedacht und gesagt, okay, wie gebe ich dem Kind einen Namen? Und ich sage, okay, es ist einfach dieses bewusste Sein und das ist das, was wir in dem Moment als Glück definieren, wenn wir einfach, keine Ahnung, auf der Wiese liegen und dann irgendwie die Vögel zwitschern hören, das Gras fühlen, die Farben sehen und in dem Moment sind wir so dankbar und einfach glücklich. Aber es ist kein Serotonin-Dopamin-Ausstoß, dass wir sagen, oh, geil, ja. Ich habe mir im nächsten Moment auch überlegt, kann man das künstlich damit erzeugen oder gibt es auch Menschen, die das trotzdem haben? Darauf habe ich jetzt heute leider keine Antwort. Ich bin davon überzeugt, dass man das mit Sicherheit steuern kann. Aber ich wollte heute einfach mal so ein bisschen zeigen, dass es so zwei unterschiedliche Ebenen gibt. Und ich glaube, da ist auch die Forschung noch ganz jung dabei, wenn man das überhaupt erforschen kann. Aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann habe ich mich auch gefragt, wo findet denn das Glück statt? Oder ist es in der Gegenwart? Ist es in der Zukunft? Ist es in der Vergangenheit? Und wer steuert das Ganze auch so ein bisschen? Und habe ich auch viele Menschen versuchen ja ihr Glück entweder in der Vergangenheit zu finden, dass sie sagen, oh, früher hatte ich irgendwie die Freundin, ich hatte den Job, mir ging es da so und so gut. Oder es gibt auch wiederum Menschen, die in der Zukunft suchen, die sagen, hey, wenn ich das und das mache, danach geht es mir richtig gut, dann bin ich glücklich. Also zum Beispiel, wenn ich Umsatz X verdient habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Frau meiner Träume habe oder den Mann meiner Träume, dann bin ich glücklich. Und das ist ein Paradoxum, das kann ja gar nicht sein, weil wir immer nur im Hier und Jetzt sind. In diesem Moment, eine Sekunde später, im nächsten Moment. Und das ist da findet das Ganze statt. In der Vergangenheit, Zukunft, die existiert nicht. Aus meiner Welt, also ich sage euch, alles, was ich übrigens sage, ist immer aus meiner Perspektive. Ja? Wissenschaftlich habe ich jetzt nicht mit einbezogen. Das heißt, in meiner Welt existiert das nicht. Ich kann nicht sagen, in 5 Jahren bin ich glücklich. Ja, das funktioniert nicht. Und da habe ich mich weiter gefragt, was ist aber mit den ganzen Menschen, die danach suchen, ja? Die zum Beispiel auch immer wieder, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, die greifen immer abends zur Schokolade und zu Chips, ja, und dann sind sie befriedigt. Kennt ihr das? Diese Menschen, wo dann zu etwas greifen und dann sind die richtig befriedigt und sagen, oh Gott sei Dank, die hatten einen richtig stressigen Tag und auf alles, was sie sich freuen, ist abends Fernseh, Chips, Schokolade, was auch immer, sucht ihr irgendein Lebensmittel aus. Aber was ist das? Reden wir hier noch von diesem natürlichen biologischen Glücksgefühl? Natürlich passiert das, aber rein psychologisch betrachtet hängt hier ein anderer Prozess zusammen, weil das ist eine Befriedigung. Und eins kann ich euch sagen, man kann nichts befrieden, was bereits im Frieden ist. Denn wir sind alle im Frieden. Das heißt, es muss ja grundlegend Krieg in uns herrschen, wenn wir es befrieden müssen. Das heißt, das Ego, das sucht die ganze Zeit nach neuen Befriedigungen. Was steckt in dem Wort Sucht denn drin? Eine Art von Suche.
Das Ego sucht die ganze Zeit die Zigarette, den Alkohol, die Schokolade, die, was weiß ich, die sexuelle Befriedigung. Das ist dann nicht mehr aus dem Urgedanken her gehandelt, sondern es ist nur noch ein Antrieb, ein Suchtantrieb in dem Moment.